Hey Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute drehe ich euch nochmal einen Vlog und heute ist auch mein erster Schultag nach den Sommerferien. Ich freue mich schon, meine Freunde wiederzusehen, aber auf Schule habe ich ehrlich gesagt noch nicht so wieder Lust. Aber naja, was muss, das muss. Und genau, ich habe mich jetzt hier schon mal ready gemacht. Jetzt gleich geht's für mich los. Ich komme ja übrigens in die 10. Klasse, für die, die es nicht wissen, also EF, in die Oberstufe. Und da wird sich ja einiges ändern, deswegen haben wir erstmal so eine Organisationsstunde und wegen Corona wurden wir halt in zwei Gruppen aufgeteilt und genau, dadurch, dass ich in der zweiten Gruppe bin, muss ich auch erst zur zweiten Stunde hin und deswegen bin ich auch jetzt gerade noch zu Hause, aber wir wollen jetzt gleich auch schon so in 5 Minuten losfahren, weil ich treffe mich vorher noch mit meiner besten Freundin und genau, damit wir zusammen zur Schule gehen können. So sieht hier übrigens auch mein Outfit of the Day aus, also ich habe dieses Oberteil hier an, dazu diese Jeanshose und genau, die Jacke hier. Das Oberteil ist, glaube ich, von New Yorker, die Jacke ist von H&M und die Jeanshose ist von Bershka. Dann habe ich noch einen Rucksack von Superdry. Eigentlich habe ich mir eine Tasche bestellt, aber die ist noch nicht angekommen. Und noch hier Schmuck, hatte noch eine Uhr und hier noch ein Armband und genau, so sieht's aus. Und Schuhe weiß ich noch nicht, welche ich anziehe. Entweder die Air Force oder die anderen schwarzen Nikes. 2000 Jahre später. Hallo, hallo, ich bin jetzt aus der Schule zurück und genau, ich hatte jetzt die letzten beiden Stunden Sport, deswegen habe ich hier noch meine Sportsachen an und nicht wundern, ja, da liegt noch ein Staubsauger, ich habe gestern mein Zimmer gestaubsaugt und den nicht mehr weggeräumt, huch, mache ich alles nach dem Stall und zwar habe ich jetzt gleich erstmal Dressurstunde. Ich freue mich total, endlich nochmal Dressurstunde, ist schon echt sehr, sehr lange her bei mir und deswegen muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen, ich ziehe mich jetzt direkt um, dann fahre ich direkt los und ja, ich habe heute übrigens nur 6 Stunden gehabt, weil wir 7. Stunde Ausfall hatten. Wir hatten heute richtig viel Ausfall. 3., 4. hatte ich auch schon frei. Ja, deswegen bin ich halt jetzt nur bis 1 Uhr in der Schule gewesen. Und 8., 9. hatte ich eh frei, weil B-Woche bei mir da kein Fach eingetragen ist. Und da wir B-Woche haben, habe ich halt auch keinen Unterricht. Und genau, so sieht's aus. Und ja, wie gesagt, für mich geht's als erstmal in den Stall. Ich bin jetzt im Stall angekommen und werde jetzt mal Paola anfangen zu putzen und da ihre Beine ein bisschen dreckig sind, mache ich jetzt erstmal hier die Wurzelbürste.
Ich habe mich jetzt pünktlich aufs Pferd geschwungen und reite Paola jetzt noch circa 5 Minuten Schritt und danach geht's los mit der Lösungsphase. Ich mache das schon immer vorm Training. Das heißt, wenn mein Trainer dann da ist, können wir direkt anfangen mit dem Training und direkt arbeiten. Genau so sieht's aus. Ich freue mich jetzt einfach so, so sehr, weil ich ja einfach so lange auch kein Training mehr hatte. Deswegen bin ich auch gespannt, wie es heute so läuft, ob es gut ist oder ein bisschen kritisch wird. Ich hoffe, ich bin nicht so schlecht geworden in der Zeit, wo ich jetzt kein Training hatte. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden gleich und berichte euch mal, wie das Training so war. Dressurstunde ist jetzt fertig. Es war richtig gut. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir müssen zwar jetzt wieder an so ein paar Sachen arbeiten, aber das wird, also zum Beispiel mein Sitz soll wieder besser werden oder dass Paola sich wieder mehr selbst trägt und auch mehr versammeln lässt. Wir waren jetzt gerade bei Bellamy. Man sieht sie gerade nicht so gut. Das ist sie. Also. Und genau, die sieht aus wie ein Schwein. Wir haben die aber jetzt gerade nur kurz besucht. Geguckt, ob alles okay bei den Pferdis ist. Ich war und dann zaunlei. Jetzt geht es für mich nach Hause. Und ja, danach muss ich mal mein Zimmer noch ein bisschen aufräumen. Also ich habe ja gestern schon gestaubsaugt und wie heißt das? Nicht swiffern. So die Kommode und so sauber gemacht. Staubwischen. Und heute wird der Spiegel geputzt. Und Bett neu bezogen und meine Wäsche nochmal runtergebracht. Es war nämlich jetzt wieder ein bisschen Wäsche sich angesammelt. Also ich habe zwar gestern schon wieder was runtergebracht, aber irgendwie war ich komplett dreckig gestern nach dem Stall. Deswegen muss ich das auch noch in die Wäsche tun. Und genau, das war es dann eigentlich auch schon. Und halt wieder alles vorbereiten für morgen die Schule. Also Rucksack packen und so. In der ersten Schulwoche bin ich noch so richtig motiviert. Nein, aber da mache ich das immer noch. Sachen vorher rauslegen und so. Das ändert sich in 3 Wochen dann auch wieder, so wie ich mich kenne. Es gibt gute Neuigkeiten und zwar habe ich gerade ein Paket bekommen. Richtig cool. Eigentlich habe ich schon die Hoffnung aufgegeben, dass es heute noch ankommt, weil normalerweise kriegen wir nicht so spät die Post. Aber tatsächlich ist meine neue Schultasche jetzt gerade noch angekommen. Die sieht so aus. Die ist von Zalando und genau, die gibt es noch in so einem beige-braunton. Aber ich habe mich halt für schwarz entschieden, weil das halt eigentlich zu jedem Outfit passt. Ja, die sieht gerade irgendwie leer, ziemlich komisch aus. Also es ist jetzt gerade noch nichts drin. Ich werde die jetzt mal umbefüllen. Und zwar habe ich jetzt, also umbefüllen nennt man das so. Naja, auf jeden Fall werde ich da jetzt meine ganzen Schulsachen reintun, weil jetzt gerade habe ich ja noch einen Rucksack. Ich werde ihn auch immer noch weiter benutzen. Also mal nehme ich eine Tasche, mal nehme ich einen Rucksack, wie ich Lust habe oder wie halt das Outfit passt. Übrigens habe ich gerade Chiller-Sachen mir angezogen. Und genau, jetzt packe ich mal hier meine Tasche um. Also ich finde diese Tasche richtig cool aufgebaut und zwar hat man einmal hier so ein Fach. Hier werde ich dann halt meine Blöcke und demnächst meine Bücher hin tun. Dann habe ich hier so ein Mittelfach, da packe ich dann mein Handy rein. Also einfach so meine wichtigen Sachen, das kann ich dann jetzt gleich auch noch zumachen.
Irgendwie hat gerade die Aufnahme gestoppt. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall kann man diese Tasche hier zumachen. Und dann habe ich hier halt noch so meinen anderen Kram drin. Und dann kann man, wenn man das hier auch noch zugemacht hat, wir denken uns jetzt mal, das wäre zu, kann man hier mit so zwei Knöpfen Tasche auch zumachen und dann so losgehen. Richtig cool. So sieht die jetzt getragen aus. Irgendwie sieht die bei mir so groß aus. Aber Schultaschen braucht man ja eh immer in groß. Ja, ich sehe gerade schrecklich aus hier mit meinem Chiller-Outfit. Das ignorieren wir jetzt auch mal. Die Handtücher ignorieren wir auch mal. Das räume ich alles gleich noch weg. Und ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem sehr verliebt in die neue Tasche. Ich finde die richtig cool. Freue mich so, dass die heute angekommen ist. So. Genau. Das ist schon mal meine Schultasche für morgen gepackt. Das ist doch schon mal gut. So, meine Freunde, ein kurzes Update hier von mir. Wir haben jetzt tatsächlich schon 7:30 und ich muss ehrlich zugeben, ich war nicht mehr so produktiv. Ich war viel am Handy, habe mit Freunden geschrieben und Musik gehört. Aber ich habe es tatsächlich noch irgendwie geschafft, mein Bett neu zu beziehen. Also ich auch, dass ich nicht gegen den Balken laufe, meinen Schreibtisch aufzuräumen und meinen Spiegel zu putzen. Die Tasche hat ja eh vorhin schon gepackt. Und jetzt gleich lege ich mir nur noch Klamotten raus, muss diese Wasserflasche hier noch runterbringen. Aber das mache ich, wenn ich eh nach unten gehen muss. Meine Eltern sind jetzt gerade noch spazieren und dann muss ich gleich noch mit dem, was wir in der Schule besprechen. Weil es halt so ein paar Informationen gab, die sie auch wissen müssen und so Blätter dafür kriegen. Und ja, tatsächlich muss ich eigentlich sonst nicht mehr was machen. Ich denke, ich werde dann mal jetzt gleich den Fernseher hier anmachen und irgendeine Serie auf Netflix gucken. Mein Tag geht jetzt langsam zu Ende. Falls ihr euch fragt, warum ist das hier alles so blau? Die LEDs sind an. Ja, ich habe jetzt gerade noch mit meinen Eltern ein bisschen was besprochen, ein bisschen Obst gegessen und meine Schwester hat mir jetzt gerade hier diese sauren Gummibärchen gegeben. Das sind aber solche mit Deutschlandflaggen. Wir wollten die mal probieren, weil die Originalen, also die normalen gab es halt nicht. Und irgendwie schmecken die nicht so gut. Also das Schwarze schmeckt halt irgendwie so komisch. Irgendwie so, weiß nicht, ob das Lakritz sein soll oder was. Ich mag eh kein Lakritz. Falls die Kommentare funktionieren, könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr Lakritz mögt. Aber naja, wenn ich das Schwarze abmache, geht es noch einigermaßen. Julia mag die überhaupt nicht, deswegen durfte ich die jetzt mitnehmen. Ich habe tagelang darauf gewartet, dass ich die probieren darf. Sie hat sie nie aufgemacht und jetzt schmecken sie nicht mal richtig gut. Ach, wie ärgerlich. Naja, egal. Ich muss jetzt gleich nur noch ein Outfit raussuchen, aber bin dafür ehrlich gesagt noch zu faul. Ich gucke nämlich jetzt gerade meine Serie. Momentan gucke ich Riverdale und Haus des Geldes immer so zwischendurch auf das, was ich halt Lust habe. Ja, so sieht's aus. Genau, mehr passiert heute auch nicht mehr. Wir haben jetzt gleich auch schon 9:15. Bei mir passiert ja irgendwie immer, wenn ich einen Vlog drehe, abends gar nichts mehr. Deswegen filme ich da auch nicht mehr so viel. Ich hoffe, euch hat das Video heute trotzdem gefallen. Ich hatte heute auf jeden Fall einen relativ schönen Tag. Also eigentlich einen schönen Tag, doch. Ich wüsste nicht, was jetzt mich irgendwie gestört hat oder so. Schule war gut und lustig, nette neue Ke Leute kennengelernt, Dressurstunde war richtig gut. Also alles top. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!